Sonderedition Kindheitsknaller. Richtig geil. Zuckerwatte, Kaugummi, Kirsch, Lolli, Brause, Cola, Orange und Wackelpudding. Heftig. Oh, Kaugummi. Heftig. Zuckerwatte speziell, ja. Kirsch, Lolli. Kann ich mich dran erinnern. Brause. Definitiv. Cola, Orange. Mit so Mix. Oder Spezi. Und bei Wackelpudding haben sie auch die beste Sorte Waldmeister. Check Video aus. Los geht's. Es wurde schon ein bisschen genascht. Immer zwei. Check mir mal Brause hier. Ja, zitronig, brausig, bisschen Zuckerwatte. Süßlich, beerig. Kaugummi. Wow. Sehr intensiv. Ganz krass Aroma. Aber sehr gut getroffen, auch so. Automatenkaugummi. Wackelpudding. Sehr, sehr gut gemacht. Kirschlolli. Und mehr zum Mix, oder? Spezi. Auch. Respekt an die Lebensmitteltechniker. Haben das sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich. Schmeckt genauso, wie es draufsteht. Also dafür Respekt. Jetzt esse ich es mal der Reihenfolge nach von meinem Least Favorite zu meinem Favorite. Kaugummi ist mir fast zu intensiv. Platz 6. Weil es steht auf jeden Fall raus. Brause am schwächsten im Geschmack. Ist natürlich auch schwer, Brause nachzumachen. Da fehlt das Prickeln. Dann hier Zuckerwatte, sehr süß. Wackelpudding. Cola Orange. Krasse Mischung auf jeden Fall. 6 Punkte würde ich mir wahrscheinlich selten holen wie echte Goldbeeren, weil sie spezieller ist. Nicht für jeden Tag, würde ich sagen, aber definitiv sehr, sehr gut gemacht. Nicht schlecht. Der Spätbund ist auch so gut.